Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map zusammen mit Nilinoa und Noob Hunter. Hallo. Das ist grenzwertig. Das hat eine E-Nummer, also sei still. Ja. Genau. Schreibe ich ja die Beschreibung rein. Hat eine E-Nummer. Ja, sei. Seid nicht verwundert. Gleiche Aufnahmesession, selbes Niveau. Und dann sinkend. Captain Niveau, wir sinken. Geht nicht mehr. Doch, die Schiffsschrauben graben im Sand. Da sind wir gerade angekommen. Das reicht. Gibt's eigentlich was Neues? Gut, The Crew ist ja jetzt in mittlerweile 2 Wochen dann released, ne? Ende des Jahres Forza. Gibt's irgendwas Need for Speed technisches? Ja, Need for Speed kommt nur alle 2 Jahre raus. Gott sei Dank. Nächstes Jahr. Ja gut, ich kann ehrlich gesagt auch selber ganz gut drauf verzichten. Ich mittlerweile auch. Ist eh immer dasselbe. Payback, ja. Payback hat's für mich ehrlich gesagt gekillt. Das Need for Speed Fever. Most Wanted war bei mir dann schon die Grenze. Ja, meinst du das von 2012? Ja genau. Da hat's dann für mich aufgehört. Das haben David und ich ja auch ellenlang gespielt mit Miguel und so. Most Wanted? Wo Leber die ganze Zeit auf den Sack bekommen hat. Ich sag's mal so, bei mir liegt die CD immer noch in der PlayStation. Seit 2012. Ja, ich besitze eine PlayStation. Ja, eine. Naja, das ist glaube ich nichts für die Zuschauer. PlayStation 3 Slim. Boah, ich frage mich gerade, wann ich das letzte Mal meine PlayStation rausgeholt habe. Ist bestimmt schon 3-4 Jahre her. Wird wahrscheinlich noch ein Kabelcontroller sein, oder? Nee, ich habe nur die PlayStation 3. Warte. Die kam ja auch vor mittlerweile über 10 Jahren raus. Hast du die Fat Lady, oder wie sie heißt? Nee, ich hatte die Slim. Ja, pass auf. Also mein Nachbar und ich, wir haben ja jahrelang. Zeit mir eigentlich irgendwie fähig, den Controller zu halten, immer auf der PlayStation 2 gespielt. Dann haben wir eine PlayStation 3 beide uns gekauft. Also ich meine, er seine. Und wir haben uns dann beide einen PlayStation 2 Controller für die PlayStation 3 gekauft, weil uns der Controller irgendwie nicht so gefallen hat. Der war anders. Der für die 3? Der von der 3 oder was? Ja, er hat sich einfach anders angefühlt, alle, die eine PlayStation haben oder dasselbe durchgemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt absolut keiner, der sich in den Xbox versus PlayStation Streit so viel einmischt, einfach weil ich generell kein Consolero bin. Aber ich muss sagen, von dem Controller her ist Xbox von mir um Weiten. Also zu meiner Hand passt der Xbox-Controller deutlich besser. Das merke ich einfach daran, dass ich einen zum PC-Spielen habe. Und immer wenn ich damals PS3 gespielt habe oder halt auch mal PS4. PS4 habe ich aber deutlich seltener gespielt. Ich glaube, der Controller da war auch schon deutlich besser als der von der PS3, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Aber gerade der PS3-Controller im Vergleich zum Xbox 360 oder Xbox One-Controller, ja, ne, Welten. Also da finde ich den Xbox-Controller wesentlich geiler. Ich habe ja auf Hipstagram, Instagram, wie es manche nennen, habe ich so ein Bild gesehen, so die Evolution von den Xbox- und PlayStation-Controllern und Wii-Controller, dann einfach Maus und Tastatur 1996, 2018 und einfach die 2018er hatte halt Beleuchtung. Ja, früher gab es da DualShock 1, DualShock 2, DualShock 3, ne? Die Vibrationsmotoren da. Das Witzige ist ja, die viele PlayStation 2 Controller waren ja noch durchsichtig, das heißt, du hast das alles gesehen. Ja, die konntest du ja auch in Transparent kaufen, ne? Aber es gibt, glaube ich, bei 3 und 4 immer noch, dass man die. Oder gab's mittlerweile 3 ist ja eigentlich auch durch, ne? Also müssen wir uns ja auch nicht mehr drüber unterhalten. Ich bin sogar schon fast der Meinung, dass 4 sich langsam dem Ende neigt. Ja, ich denke, das kann man auch so sagen. Weil, was ich so von manchen höre, von wegen, sie haben sich die zum Release gekauft und jetzt überhitzt das Ding die ganze Zeit, weil der Lüfter nichts mehr ist, aber du bekommst halt auch nicht auf.
Und eine neue Konsole kaufen ist halt teilweise, obwohl eine PS4 kriegst du teilweise, meine ich, auch schon in richtig guten Angeboten, gab es die jetzt auch schon mittlerweile bei 200 Euro sowas. Ja, ich meine, dank der Cloud-Speicherung ist das ja jetzt eigentlich immer so ein Thema, dir irgendwie was Neues zu kaufen, deinen Rechner neu aufzusetzen und so. Aber, da denke ich einfach zu schwäbisch. Ich kaufe einmal. Dann benutze ich das. Bis es kaputt geht. Bei manchen Sachen sollte man das auch. Hochdruckreiniger zum Beispiel. Da gibt es nur eine Marke. Ja, gut. Dyson. Genau. Nee. Nur der gute, wie heißt der? Der Parkcider von Aldi? Oder wie heißen die Dinger nochmal? Ja, war erstens nach 2 Wochen kaputt gegangen. Jetzt habe ich erstmal gesagt, ja, kaufen wir erstmal einen vernünftigen Kercher. Das heißt ja nicht umsonst Kercher mal was. Ja. Ich muss auch sagen, Kercher verbinde ich mit Reinheit. Und Qualität. Ja. Auf jeden Fall mit Qualität schon, ja. Wobei die günstigeren Kercher, hier diese K1, K2, K3 oder was es da immer gibt, die fand ich jetzt teilweise auch nicht so überzeugend. Gut, die größeren sind halt auf jeden Fall gut, aber... Ja, direkt hier diesen einen mit LCD-Display nehmen, ne? Sag nur... Muss sein. Flex. Kost-Display. Ja, Flex ist auch so ein Hersteller, den ich, der in meinen Augen auch auf jeden Fall für Qualität steht, ne? Ja, pass auf. Es ist ja... Jeder sagt zu einem Trennschleifer Flex. Ja. Winkelschleifer. Obwohl es eigentlich ein... Ja, Trennschleifer, Winkelschleifer, da kann man sich jetzt drüber streiten. So. Dann hatten wir in der Feuerwehr neulich bei Gerätekunde, haben uns das neue Auto mal so ein bisschen zu Gemüte geführt. Was ist denn geworden? Hä? Was ist es denn geworden? Ja, das neue, das alte neue Auto ist mittlerweile auch schon 3 Jahre alt, aber wir haben es halt noch nie benutzt. So. Dann fragt der Feuerwehrmensch oder der Zugezogene aus dem Norden Deutschlands, fragt, was ist das? Und wir alle, eine Flex. Und er, was ist eine Flex? Da haben wir ihm erklärt, was eine Flex ist. Und dann sagt er, das ist ein Winkelschleifer. Aber... Was ich da gesagt hätte? Ah. Du bist Norweger, du bist am Leben vorbeigelaufen. Genau. Hey, und dann haben wir uns so drüber debattiert und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen. Nicht alle Finger sind Daumen, aber alle Daumen sind Finger. Ja. Oder so ein Klassiker ist ja auch Tempo, ne? Also Tempo-Taschentücher, Taschentücher-Tempos, Papiertaschentücher. Umgangssprachlich ist es Tempo. Oder Nutella für sämtliche schokoladige Nussaufstriche, was? Oder wie auch immer. Ich bin nicht so der Nutella-Mensch. Ich glaube, bei uns im Schwäbischen. Ich muss gerade mal nachdenken, was es bei uns im Sprachraum so für Dinger gibt. Auch noch ein paar, aber. Auch nicht alle aus dem Finger saugen. Bleibt man damit, also dass wir gerade ausfahren und volle Arbeitsbretter ausnutzen, das üben wir noch. Ja. Bin dabei. Aber ich will dann auch immer, wenn ich falsch angesetzt habe, nicht so eine Kurve reinhauen, weißt du? Achso, du machst GPS. Nee. GPS bei 9 Meter Steilfeld mit 4 Meter? Oder was da wäre? Ich muss aber auch noch mal kurz nach der Messe gucken, ey. Mein Vater ist auch beinahe, mussten wir hier aufnehmen, ne? Unglaublich. Mhm. Und er weiß es. Er weiß es, ja? Er weiß, dass wir heute aufnehmen. Ja. Vielleicht will der auch den Kercher testen. Hat er denn auch einen LAN-Anschluss, wenn der auch ein LCD-Display hat? Naja, nee, ist schon recht. Erstmal tastest du ihn. Nee, der hat Profinet. Profinet? Mit Profinet. WLAN oder was? Nee, mit WLAN-Kabel. Okay. Ja, gut. Mal bei unserem Samen läuft es ja auch nach dem Motto, wenn es nicht Ruß hat, es keine Leistung. Wobei, ja gut, Case, ne, ist ja auch eine ganz gute Marke, so kann man sagen, ne? Mhm. Das deckt sich ja jetzt schon, ne? Rot ist schon eine gute Farbe für Maschinen. Ja.
Gibt es denn eine Farbe? Na doch, so Richtung Orange ist ein bisschen schwierig. Ich denke jetzt nicht an Steyr. Ich denke jetzt eher so, es gab ja auch mal Renault. Bauen die eigentlich noch Trecker, Renault? Fiat. Fiat? Fiat war das, glaube ich. Mensch. Und zwar der Fiat Agri. Wobei, die Dinger, die fand ich sogar ganz witzig, weil Dennis hatte die immer. Der kannte einen echt, der den auf dem Hof hatte und wollte dann auch dementsprechend immer welche im LS haben. Wow. Deutz 6206 Allrad, ne? So der Standardtrecker, glaube ich, bei uns. Also halt nicht die Allrad-Variante, aber so ein 6206 haben viele. Bei uns haben viele Pennen. Ja. Bei uns haben tatsächlich sehr viele John Deere, ist mir letztens aufgefallen. Tatsächlich heute. Ich habe heute auf dem Rückweg von der Schule nach Hause, glaube ich, 7 Trecker gesehen. Und alle 7 waren John Deere. Und alle 7 fuhren in dieselbe Richtung. Vielleicht war es auch ein Unternehmen, keine Ahnung. Zufall? Aber so von 7R, 6R, 7R, 8R. So die Sache. Teilweise mit dicken Anhänger dran und so. Glaube nicht. Okay. Auf den Zufall. Ja. Ich glaube nicht. Strom müssen wir auch Ballen machen, ne? Wir brauchen was für die Tiere, beziehungsweise wir können auch einen Ladewagen mal eben fertig machen. Achso, wir brauchen noch nicht mal einen Ladewagen, einen halben Ladewagen oder so, mal eben zum Einstreuen, ne? Hm. Ja, bei uns ist es ja so, ich komme ja aus einer Region, wo sich der Weinbau mit einem Acker und mit Viehhaltung so ein bisschen vermixelt. Also fährt man 15 Kilometer, fangen die Weinberge an. Und aber sonst bei uns so gibt es eigentlich mehr Milchvieh und so Zeug, so Kleinbetriebe. Da sieht man ganz so schöne Tendenz von alles, was Weinbau ist, hat ein Fendt und alles, was Milchvieh ist, hat Deutz. Woran meinst du, liegt das? Vermutlich, wer einen Trecker kennt, fährt Fan. Okay. Aber also du bist auch Fan? Nö, ich bin da eigentlich relativ neutral. Ich meine, das aber für mich zum Beispiel, was ich immer mehr auch mitgekriegt habe in den letzten Jahren, dass viele doch, gerade die so Richtung Forst und sowas gehen, auch gerne auf Valtra setzen. Ja. Im Valtra auch nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so. Gut, es ist halt so ein bisschen wie im VW-Konzern, ne? Du kannst den Golf auch von 5 verschiedenen Marken kaufen oder von 4. Mhm. Ja. Und gerade bei den kleineren Serien, die Motoren und so, ist ja doch schon viel Überschneidung dabei, ne? Ja, wahrscheinlich alles andere, mehr oder weniger derselbe Motor. Letzte, unser Same hat Deutz-Technik verbaut. Es ist ja ganz interessant, wir haben ja so ein Delfino 35 und es war eigentlich gar nicht geplant, dass der gebaut wird, sondern eigentlich sollte der Delfino 45 mit 3 Zylindern und 45 PS gebaut werden. Problem war nur, das Teil hatte zu viel Drehmoment an der Kraftübertragung am Getriebe, also hat es den Bauern regelmäßig den Traktor zerteilt. Ah, das geht nicht. Das war ganz interessant, so Bilder zu sehen, wo dann einfach die Front mit dem Allrad weitergefahren ist und das Heck halt stehen geblieben ist. Oh ja, das sieht bestimmt lustig aus. Ei, das ist nicht so gesund, oder? Nö, macht Aua. Sagst du, das rappelt im Getriebe? Ja, unser hat ja tatsächlich auch Allrad. So ein kleiner 35 PS Schlepper mit Allrad. Ich hab einen 6206er überholt. Am Berg. Okay. Mal. Ja gut, ne, du unbeladen oder was, ne? Wahrscheinlich. Hm. Ohne Ladung. Ja, halt hinten so eine Stahlwanne dran zum Sachen reinschmeißen. Und er hatte halt einen kleinen Hänger. Ja gut. Mit Holz drauf. Mit Holz drauf, da kommt auch ein bisschen Gewicht dabei rum, ne? Ja, so einen kleinen Einachs-Auto-Anhänger. Aber doppelt so viel PS halt eigentlich. Ich wollte er auch gar nicht. Er hat mich aus dem Führerhaus raus angeschrien. Ich glaube, der wollte. Er wollte ein Rennen. War mein Kumpel. Natürlich hat das alles auf Privatgelände stattgefunden. Ja, ja. Abgesperrte Teststrecke und so, ne? Genau. Wir kennen das. Oh,
Hier in der Nähe von Dortmund gibt es viele, viele abgesperrte Teststrecken. Mhm. Und bei uns auch. So die eine 5 Kilometer lange Strecke, jetzt vor 2 Jahren frisch asphaltiert wurde, also quasi dieses Jahr den perfekten Motorradbelag erlangt hat. Okay. Wird von vielen auch als abgesperrte Teststrecke missbraucht. Bitte so. Und deshalb kommt da viel Gummi drauf, meinst du? Boah. Ist halt schon witzig, wenn man hört, wie sich einer verschaltet, dann das Quietschen hört und 10 Minuten später der Krankenwagen. Okay. So eine Teststrecke ist das. Ganz genau. Aber, Freunde, mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben es leider nicht ganz geschafft, unsere Getreidebestände heute komplett zu ernten. Ein Feld ist übrig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann aber beim nächsten Mal. Und wir werden dann auch, denke ich mal, nach den Feldern hier an die Kartoffelernte schreiten mit Ropa-Equipment. Ja, und bis dahin. Ciao. Ciao. Adios.